Ja, wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich los in unserem Gesundheitswesen und was brauchen wir heute am dringendsten, dann denke ich, dass das Wichtigste heute eigentlich die Prävention ist, dass wir etwas dafür tun, dass Menschen erst gar nicht krank werden und Menschen, die eben schon erkrankt sind, durch ihre Lebensweise, durch ihren Lebensstil auch selber etwas für die Gesundung tun können. Prävention ist eine Riesenherausforderung eigentlich für alle Gesundheitssysteme in modernen Gesellschaften, in den westlichen Ländern insbesondere. Und wir haben hier auch sehr, sehr gute Vorarbeiten aus der Medizin, aus der Psychologie, letztendlich sogar aus wirtschaftlicher Sicht. Wir wissen, Prävention lohnt sich für den Einzelnen, für die Gesellschaft, aber es hakt eigentlich daran, dass es auch wirtschaftliche Interessen im Gesundheitswesen gibt, die dafür Sorge tragen, dass kranke Menschen ein Narrativ mit sich bringen, das davon ausgeht, wenn man krank ist, dann gibt es da ein Gesundheitssystem, da gibt es Ärzte, da gibt es Apotheken, da gibt es Kliniken, wo ich wieder hergestellt werde. Ja. Das ist alles nichts anderes als sonst in der Wirtschaft eine Art Konsumbereich. Und Verantwortung für die Gesundheit hat der Einzelne dabei nicht und tun kann er ohnehin nichts, ja, außer eben Tabletten schlucken, sich Operationen zu unterziehen. Das ist, glaube ich, in der Zukunft so nicht mehr möglich. Dazu sind die Probleme heute einfach zu groß und auch die Volkswirtschaften mit Sicherheit überlastet. Und es ist vor allem kein nachhaltiges Modell, weil diese Menschen werden ja wieder und wieder krank. Es ist eigentlich ein Mechanismus, der nur denen wirklich hilft, die daran verdienen. Und ich glaube, das brauche ich nicht zu wiederholen. Das ist bekannt, wer an diesem System verdient.